Jens, du wolltest noch was sagen? Oh ja. Bitte. So. Und zwar geht er gegen den Strich. Es wird überall in Deutschland demonstriert. Überall. Jeder für sich alleine. Gewerkschaften, das Rote Kreuz. Mensch, Leute, werden einfach alleine. Schaffen wir nichts. Gemeinsam schaffen wir viel. Bleibt neutral, bleibt mutige Bürger, so wie wir hier uns jeden Montag treffen. Dann habe ich noch etwas zu sagen. Nicht nur ihr, alle Menschen sind angesprochen, hierher zu kommen. Ich habe letztes Mal gefragt, ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn jemand anders mit hierher bringen, wenn ich den Flyer in der Hand drücken will? Dann sagt er schon nein. Und wie machen wir das? Kann ich einen Tipp geben? Fangt an, positiv zu denken. Denkt positiv. Dass ihr positiv seid. Geht in euch, liebt euch und liebt genauso euer Nächsten. Selbst wenn ein Nächster liebt, der hat auch ein Herz. Auch diese Menschen sind lieb. Geht in euch, geht in eure Liebe, liebt den Nächsten, denkt positiv und dann kriegt ihr das auch hin mit dem Sparen. Greift die Sachen positiv an, positives Denken. Ihr könnt auch im Internet nachgucken, es gibt mittlerweile Shops, die bieten positives Denken an. Dankeschön. Okay, ja. Dann haben wir es wohl für heute soweit durch. Wenn keiner mehr irgendetwas sagen möchte, dann liebt euch, genau. Da wünsche ich euch allen eine schöne, eine friedliche Woche. Sprecht mit vielen Menschen. Ladet sie ein. Ich sage es nochmal, wenn sie zu der normalen Mahnwache nicht kommen wollten, am 27. ist Morgane und Kilets Moore hier, also Musik. Und dann ladet sie einfach ein, sagt, Mensch, wir haben gehört, da sind tolle Menschen da auf dem Schlossplatz, die machen da klasse Musik. Da sind zwei Künstler, dann bringt sie da zu diesem Musikevent mit. Das andere hören sie halt gleichzeitig mit. Also das Angenehme mit dem Nützlichen könnt ihr dann verbinden. Bis dahin, passt auf euch auf. Und nochmal, schaut einfach mal auf der Webseite, meldet euch im Forum an und nehmt teil an den Arbeitsgruppen. Ihr habt gehört, der Bernd vom Bodensee sagte das ja, dass wir da schon relativ weit sind, dass wir überhaupt mit diesen Arbeitsgruppen arbeiten. Und beteiligt euch, denn ihr seid die Mahnwache Braunschweig, ihr seid die Arbeitsgruppen. Und nur wenn ihr euch beteiligt, dann kommt Leben rein und dann können wir auch was bewegen. Und dann können wir, das was Ulrich sagte, auch ein paar Lösungsansätze dann auch erarbeiten und die den Menschen als Lösung dann auch zur Verfügung stellen. Und hier nochmal ganz kurz. Vielleicht aber zwei Sachen. Einmal unterstützt Alex hier bei dieser Stopp-Tipp-Aktion, falls ihr da noch nicht unterschrieben habt, dass ihr da noch mit unterzeichnet, mit Flyer mit, da sind auch noch Flyer, das klärt auch noch ein bisschen auf, was da gerade abgeht. Hier vorne die beiden blauen Dosen, die eckige, das ist, steht auch Ukraine-Hilfe drauf. Wer da noch etwas für tun möchte, gerne, kann da eine kleine Spende hinterlassen. Oder in der runden Dose, das ist hier für die Mahnwache, damit wir hier kleine Anschaffungen immer dann auch tätigen können. Ansonsten, wie gesagt, kommt gut nach Hause, eine schöne Woche und ich freue mich drauf, euch entweder am Samstag in Wilhelmshaven oder ich werde wahrscheinlich in Bad Salzdetfurt sein, dort zu sehen und nächste Woche Montag, 18 Uhr, wieder hier auf dem Schlossplatz. Bis dahin, schöne Woche, macht's gut, ciao.